Willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2 hier auf meinem Kanal. Gut, Freunde, machen wir hier an der Stelle weiter. Lagerkasse 58 Dollar 41. Ja, wir wollen speichern. Alles cool. Okay. Du hast dein legendäres Tier zurückgelassen. Besuche einen Trapper. Okay. Und wir ziehen uns erstmal hier so eine Schüssel mit leckerem Eintopf rein. Okay, wir werden warten müssen, bis wir die nächste Schale bekommen. Gut zu wissen. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Wenn du zu viel isst, nimmst du zu. Wenn du nichts isst, verlierst du an Gewicht. Macht auch Sinn. Da ist er, Kieran. The boys around here. They act tough. They're good boys, mostly. It's the mostly I'm scared about. Huh? Don't be. We'll be fine. One of us now. Genau, Kumpel. Du bist auf jeden Fall einer von uns. Mr. Morgan. Ja, bitte. Yes, Miss Grimshaw. Mr. Matthews gave me a message for you. Ja. He said when it was convenient to head into Emerald Ranch. He's looking at a few business things there. Okay. Okay. Something too. He always does. Yeah. Will you be well now, Mr. Morgan? I'm always well, Miss Grimshaw. Okay. Da werden wir doch mal vorbeischauen. Hi. All good there, Grüß dich, Pearson. Still need more food, Mr. Morgan. Yeah, you should try your luck again with that bow. I know. I will. Ja, das werden wir machen. Aber ich habe da auch noch ein bisschen was für euch. Denke ich. Okay, das Nahrungssymbol ist immer noch rot. Komm hier, Kumpel, ich gebe dir alles, was ich habe, außer die Federn. Ja, kein Problem. Alles für den Dackel, alles für den Club. Ja, mir geht's ganz gut gerade. Ich gehe mal eben kurz zu meinem Zelt oder zu meinem Lager. Arthur. Jo, ich habe jetzt keine Zeit, tut mir leid. Okay, wir ziehen uns um. Ich würde gerne das Rebellen-Outfit anziehen. Ist für durchschnittliche Temperaturen geeignet. Zack. Und das für heiße Temperaturen und das Winter-Outfit für kalte. Werden wir auf unserem Pferd lagern. Genau. Rasieren brauchen wir uns erstmal nicht, würde ich sagen. Ah, hier liegt noch was. Auf dem Tisch. Was haben wir hier? Ein Brief. Wir haben Post. Dear Arthur. Oh, hallo. I've written this letter 100 times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again, if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. How are you? Okay, Mary. Chadwick Farm. Da werden wir auf jeden Fall mal Mr. Morgan, can I vorbei are you okay? reiten. Yes. That was miles away, I'm afraid. So it seems. Anyway, it's that fellow Downs. The do-gooder? Exactly. We lent him quite a sum. It seems like he has little intention of repaying us. He was quite ridiculous when I went to see him.
You've not been to see him yet, I take it? I'm sorry, Herr Strauss. I had a lot on. I'll go give him a gentle reminder. Not so gentle. I don't like his kind. Superior. As you wish. Okay, dann werden wir dem guten Mr. Downs nochmal einen Besuch abstatten. Was ist denn das für ein heftiges Unwetter hier jetzt auf einmal? Alter Schwede, der ganze Himmel ist schwarz. Das gefällt mir aber gerade gar nicht. Die Pferde rasten auch schon aus. So, wir haben immer noch das Fell. Das werden wir erstmal irgendwie hier runterpacken. Wo kann ich das hinlegen? Ich weiß es gar nicht. Ich leg's jetzt einfach mal hier hin. Gegenstände, die du im Lager ablegst, bleiben an einer einfach zu erreichenden Stelle liegen. Okay, hier hinten beim Lagerfeuer. Ah, es ist sogar markiert auf der Karte, sehr gut. Perfekt. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Alter, voll die Endzeitstimmung. Was geht ab? So. Wir öffnen unsere Karte. Und werden erstmal... Ah, okay, hier runter müssen wir. Wir werden aber nochmal kurz nach Valentine reiten. Denn wir haben ja in den vorherigen Missionen schon ein bisschen Geld verdient. Und da unsere Crew immer noch Essen braucht, werden wir einfach Essen kaufen. Vielleicht kriegen wir das Problem dann endlich mal ein bisschen in den Griff. So. Los geht's. Hey Kumpel, wer bist du? Reite mal schön weiter. Oh, nach links. Und wieder nach rechts. Schon fast da. Okay, ein Galgen. Hier ist der Fleischer. Warum haben wir jetzt Geld bekommen? Weiß ich auch nicht. Ja, hi. Ich würde gerne was kaufen. So, was haben wir denn hier? Erstklassiges Rindfleisch. Wir kaufen alles. Gesalzenes Wildfleisch. So. Wir haben immer noch $170. Das sollte auf jeden Fall erstmal reichen. Vielleicht kriegen wir damit dann das Nahrungsproblem etwas in den Griff. So. Und wir öffnen nochmal die Karte. Und markieren uns hier den Ort. Um zum guten Mr. Downs zu gelangen. Dem werden wir dann mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, warum er meint, seine Schulden nicht begleichen zu müssen.
Howdy, Partner. Kumpel. Easy. Wow. Ja, ich hab doch gesagt, halt an. Mensch. Boah, Leute. Guckt euch das an. Großartig. Einfach großartig. Wow. Das wollte ich gar nicht machen. Ja, ist gut. Okay. Ha. Ich weiß gar nicht mehr, wie man diesen Move macht. Okay. Das ist falsch. So. Mal kurz streicheln. Hat gerade da unten angezeigt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. So. Hier, komm. Kriegst noch eine Möhre. Oder ein Haferplätzchen. Good boy. So, wir sind fast da. Mr. Thomas Downs? Yep, that's me. You owe me money. Oh, no, I'm... Ja, bitte? We ain't a charity, Mr. Downs. Okay. Pay the money, you'll make this stop. Kumpel. You have to be more reasonable. Hast du mein Geld? Oder was? Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Your dad's caught you. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht anschießen. Das ist mir irgendwie so ein bisschen. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts. Er hat sich einfach gelöst. I'm doing my... Ja, du tust dein Bestes? Gib mir die Kohle, ey. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand. Hat er nicht gemacht. Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife. Or your family or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money.
Okay. Ich meine, wir haben ihn jetzt verprügelt, aber Geld haben wir trotzdem nicht. Mal sehen, was Mr. Strauss dazu sagt. Kurz die Vorräte hier abgeben. Machen wir gerade gar nicht. Okay. Dann gehen wir erst zu Mr. Strauss. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Okay, trotzdem abgeschlossen. Dieser läuft jedoch störrisch. Okay. Schließe die Mission innerhalb von 2 Minuten und 10 Sekunden ab. Ja, gut. Okay, trotzdem abgeschlossen. Komisch. Anscheinend leben wir jetzt damit, dass die Familie etwas abgebrannt ist. Okay, was haben wir hier noch? Emmett Granger. Das waren die Revolverhelden. Hier gibt es noch 2, wo wir Schulden eintreiben können. Black Bell ist auch ein Revolverheld. Hier gibt es einen Stall. Billy Midnight auch ein Revolverheld. Was haben wir denn hier? Fort Wallace ist rot umkreist. Okay. Da geht es bestimmt ab. Nördlich von Valentine hat diese, ich glaube Mary hieß sie. Aber wo genau? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Okay. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt erstmal unsere Sachen hier ablegen, die wir gerade gekauft haben. A stew without good meat is no stew at all, Mr. Morgan. Don't you overcook this now, Pearson. Okay, und das Symbol ist weiß. Endlich! Ja, ist kein Problem. Das habe ich sehr gerne gemacht. Hey, Kieran. Was machst du denn hier? Hey. Arthur, Arthur, how you been? I've been real worried. What do you want? Don't be like that. Just a few bucks. I'm short. Get lost. Well, I'll go try someone with a heart. You do that. Okay. Tut mir leid, Kumpel, ey. Ich habe gerade echt viel Geld ausgegeben für euch. Für euch alle. Hey, Kleiner. How are you, Jack? Hear you was sick? A little bit, but Uncle Jose gave me some medicine. Ja, das ist gut. Okay, good. Na gut.
Hey Dutch. Was geht ab? So, was könnten wir machen als nächstes? Ich überlege. Ach, hier ist Mary Linton. Everything all right, Arthur? Dann werden wir der guten Mary mal einen Besuch abstatten. Reiten wir erstmal nach Valentine wieder, würde ich sagen. Miss Karen, how you getting on? Ja, okay. Was willst du mir erzählen? Habe ich nicht mitgekriegt. Okay, I'll catch you later then. All right then. Jo. Danke. So, komm schon. Gib Gummi, Partner. Okay, wir müssen hier hoch. Jo. Guter Sprung. Können wir eigentlich springen? Tatsächlich. Jawohl. Nur 50, die Nacht bricht an. Was willst du? Near killing Tommy out in the street. Just move on. We don't need your type around here. Hey, Kumpel. Come on, there's gotta be a fight every night in that shithole. Just show some respect next time. We've run far worse than you out of town before. Hast du ein Problem? Hast du ein scheiß Problem? Get your head out of your ass. Your friend had worse coming. I let him off easy. Leave me alone. Ja. Back off. Was? Und wenn nicht, was dann, Kumpel? Get the hell away from me. Ja. Verzieh dich. Ich sag's nicht nochmal. Wie geil, ey. Er haut einfach ab, ey. Evening, partner. Was für ein Lutscher. Angekommen in Valentine. Warum kann ich mein Pferd hier nicht festbinden? Geht nicht. Doch, jetzt. Okay. So, how are you? So, Leute. Guten Abend. Kumpel, ich brauch ein Bier. So, yeah. So you here for the auction?
Because my advice would be to steer well clear of the fellow who runs that auction yard. Morris Payton's his name. Crooked as a dog's hind leg. More of a friend of the rustlers than any working man. Ja, mit dem habe ich doch gerade Bekanntschaft gemacht, oder nicht? Of course you don't. They're all in it together. Anyways, I can see you ain't interested in any of this. So I'll just shut my mouth. More around here. Ain't nothing. Hey. Wild West. No go away. Das war doch der, mit dem ich jetzt gerade draußen mich angelegt habe, oder? Von dem er gesprochen hat. Glaub schon. So, Kumpel. Noch ein Whisky. Miss Sally, you know the redhead, takes out his irons, slips, shoots a bottle. What's wrong with you? Once he was done paying for that, lost a little of his swagger. My time? World ain't gonna change. And it was goddamn men. You ain't men, the whole lot of you, look at you. You ain't men. Mister? You ain't even women. No. You're something else. Ey, Kumpel, coole Mütze, ey. Ich will die haben. Revolting. I'm revolted. Ja. I'm tempted to gouge my eyes out just for the fact that they saw you. I wouldn't do you the dignity of pissing on you. None of you. Oh, God, I can't believe what this dump is coming to. Er hat echt die beste Mütze. Ich will die haben. Was? Okay. Ey, pöbel doch jemand nicht die Leute an, ey. Was ist mit dir? Naja, gut. So, Freunde. Wir haben einen kleinen Absacker getrunken. Und jetzt mieten wir uns ein Hotelzimmer. Gehen vielleicht noch mal baden, würde ich sagen. I've heard. Welcome, welcome. Come on in. I got someone warming it up for you already. Just head down the corridor there. Jo. Danke. So, wir machen uns nochmal sauber, mieten uns ein Zimmer. Can I be of any assistance in there? Natürlich. Yeah, okay. Du darfst alles, Baby. Sit back and relax, hon. You'll leave this place feeling brand new, you know. Sorry if I don't say much. I'm just kind of worn out right now. Oh, of course. Not a problem. Ah, oh, schön noch das Bein waschen. I can do that. Ja. Komm, mach hin. Oh Mann, ey. I reckon that bit's clean enough. All right. Okay, I don't think I'm gonna get much cleaner than this. Thank you. Bye, hon. So, wir sind wieder frisch. Und nehmen uns ein Zimmer für einen Dollar.
ist hier los, ey? Echt komische Geräusche, Leute. Komm mal sehen, im Zimmer hier. Ich glaube, aus dem hier. Ist abgeschlossen. Na gut, was soll's. So, wir legen uns pennen. Vier Stunden. Und dann werden wir in der nächsten Folge die gute Mary Linton besuchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute. Peace out.